So, herzlich willkommen zum 16. Let's Play von Uncharted 4. Und hier haben wir ja zuletzt aufgehört, wo man hier die Schrot kriegt und so. Mal gucken. Ja, aber die hat wenig Schuss. Ne, da bleiben wir doch lieber bei Die der Waffe. AK-47, hallo erstmal, finde ich sowieso viel besser, weil die ballert ein bisschen mehr durch den. Hinweis: Gehen Sie zum Friedhof. Aha. Machen wir. Den Hinweis ist immer gut. Jo. Da unten ist der Friedhof noch drin. Ach, hier liegt alle und zappelt. Na ja, gut. Der eine zappelt schon mal. Ja. Hast du ihn gesehen, ja? Jetzt müssen wir erstmal einen Weg finden, um da hinten hinzukommen. Vielleicht über die Brücke hier. Unser Kumpel wartet ja hier schon. Das ist ja nicht Neues, die spawnen sich immer vor. Warten wir es Ja. nicht. Hier zappelt der nächste. Hier ist noch Munition. Ja. Ah, ist falsch. Gut. Ja, dann. Genau, latschen wir noch drauf auf den. Hier nochmal von der Klingenknarre. Das, was da wieder so laut ist, ist natürlich wieder die Konsole. Ist ja ein Grafiktitel und da macht ihr gerne mal Lärm. Jo, das sind die Titel, wo sie gerne an der Decke will. Ja. Na klar. Ist hier ein Item? Geh ich trotzdem mal runter. Jetzt. Oh, war es knapp. Jo. Gerade so eine Stellen sind mich immer sehr verdächtig. Wenn man runtergehen kann. Ne, leider nicht. Ist also kein Schatz hier versteckt. Er hat denn schon geblinkt oder so? Wie man so kennt von Uncharted. Ne, wir müssen sogar runter hier. Ah ja, da ist ein Seil. Zack. Oh, wird ihn jetzt schon übel. Nur gesichert schon da dran hängen, ja, ist schon schlimm genug. Aber hier, die Jo. machen das komplett ungesichert. Jo. Das Einzige, was die hält, ist ein Seil. Ja. Sollte das reißen, was bei Uncharted natürlich nicht passieren sollte, war es das. Ja. Allein das Festhalten, ja, man raubt der regelrecht dran, das ist eine Riesenkraft, die er dran zieht Jo. dann. Und der Ast könnte auch abbrechen. Direkt hinter diesen Mauern. Ja, hinter diesen Mauern. Da ist schon wieder ein Seil, aber erstmal müssen wir ein Stück höher kommen. Wir müssen einen Weg herumfinden. Da gehen wir aus dem Weg her. Okay. Eine schöne Rutschpartie wieder. So. Jo, na klar. Ja, der wohl sich schon fest, der Fassel war nicht so drauf. Nö. Die scheint wohl doch nicht so kugelsicher zu sein. Ja. AK-47 Munition, naja. Ja, hier sind. Oder? Ne, da geht's nicht hoch. Was war die von? Muss schon sagen, wenn du was die von hast. Der sagt nichts. Der guckt sich über die Grashalme an Ah! und zählt die Ich wieder. glaube, ich hab was. Hast du was? Was das halt bringt. Da waren wir Stufen dran, ne? Ich muss die unteren Stufen nehmen. Ja, wenn der mal ein bisschen
was vormachen würde, wäre besser. Geht doch. Ach so, und jetzt da drüben reinspringen. Und hier drauf. Na klar. Sehr Beim eng bemessen. letzten wieder. Wie immer. Man soll es ja mehrmals probieren. Ja. Hä, wo ist denn jetzt? Der hat ja Langeweile. Ah, da oben steht er. Ja, dann spring du vor. Na los, mach. Ich will sehen, was du schaffst. Na klar, muss man mal den Weg zuerst machen. Naja. Wir sind die, die suchen sollen. Also haben wir auch die, sind wir auch die Ersten, die da lang gehen. Oder etwa nicht? Entweder sollen wir da rüber, ja. Wie es aussieht, müssen wir da lang. Weil hier ist mir kein weiterer Weg. Ja. Da ist es hier. Ja. Oh, der Friedhof, naja. Das ist schon mal ein Gedenkstein. Hier werden noch Räuberleiter, sehr gut. Na, oh, ist der dämlich. Das sind KIs, die denken so. Ja. Würde man da als zweiter Online-Spieler bei sein, ist klar, dass man hinterher rennen würde. Aber so. Jetzt, na, ich schaff's. Ja, hier sind wieder ein paar Wege mehr. Man kann da hinspringen, man kann hier hinspringen. Warst du schon mal Bungee springen? Nein, aber das hier ist klar besser. Darf ich nicht lang gucken? Ja, schon. Das hast du also all die Jahre gemacht. Da sind viel zu viele Wege. Jetzt kann man da noch lang machen. Ja, das und geschossen werden. In die Luft gejagt, schlagen, treten. Okay, verstehe. Boah. Okay. Das war jetzt einmal nicht, oder wofür war das? Na gut, gleich am letzten Rand gekommen. Dann gespart. Jetzt müssen wir da wieder ran. Na, oh, neu geschafft. Ziemliche Suchaktion, ja. Jo. Er hat hier was geglänzt. Nee. Okay, ich hoffe, das Rutschen ist vorbei. Meine Hose ist voller Schotter. Na klar. Da sind die Nachbarn. Ah ja, hinten geht's noch mal lang. Da ist das Schlafraumtor. Das haben sie mal richtig fies gemacht, ja. Boah. Ja, und hoch hier. Und rüber hier. Na klar, und hier müssen wir gleich wieder runterrutschen. Bist du bereit? Ja, da ist mit das Seil. Ja, gleich beim ersten Mal. Oh, ich wollte schon sagen. Weil gerade sagen wir das mal zack unten. Ja. Mir mal. Na, kommst du mal? Wenn er sich Zeit lässt. Ja.
links war auch noch ein Weg, der ich glaube von der vierten Schatz ist. Ja. War mir auch nicht sicher. Jetzt hast du es wieder eilig. Willkommen im Schlafraum, Heiliger Dismas. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Suchen wir das Grab. Wie bei der Schriftrolle vom Kreuz. Aber die Daten stimmen nicht. Gut. Eins hätten wir. Zwei Kreuzeschwerter. Ja, das ist das. Jo. Piratensymbol und die das Grab ging es halt. Wir brauchen einen Grabstein mit allen drei. Dann haben wir vielleicht es. Vielleicht hat er hier ein Item versteckt. Hier soll noch was an dem. Nein, das ist nicht das Grab, das wir suchen. Bei dem also gibt es hier noch mehrere davon. Jetzt wissen wir, wie es aussieht. Hey, schau mal hier. Tempus Eder. Die gefräßige Zeit. Ja, aber dachte, wieso lassen wir den Schwert im Raum, bis sie hier jetzt da? Der will alle absuchen und vielleicht noch zählen. Oder die Steine zählen. Ja. Keine Schwerter. Das ist es nicht. Hier scheinen Piraten oder irgendwas begraben zu sein. Sieht so aus, ja. Sünde inne werden, wenn sie euch finden wird. Ah, hier ist noch sein Ding. Freundliche Erinnerung, dass sie über alle gerichtet wird, was? Den noch. Schwerter passen. Mal sehen. Nee. Die Daten also sind auch falsch. Nicht. Das Datum ist korrekt, aber die Schwerter verkehrt herum. Leider falsch. Ah, die müssen also nach unten zeigen. Nein, falsches Datum und die Schwerter passen nicht. Boah, das Ding haben sie versteckt. Der hier ist gut. Ah, hier sind es wieder richtig rum. Ja, die Schwerter passen. Na klar, mit dem Toten kommt drinne. Guck mal. Ja, Sam, komm her. Ach, wir Stoß. Haben das Richtige. Da. Benjamin Richmond. Das ist Avery. Der da durchguckt, ja. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehört er nicht zu dem Stein. Naja, seltsam ist, dass das nicht Avery Siegel ist. Ja, vielleicht muss man da irgendwas reinpacken. Zur Seite. Nee, na klar. Scheiter. Was ist das? Na klar, nimm gleich einen Tür. Ja, geil. Jo. Das ist das Geile gemacht. Man hat. So cool. Eine geile Treppe. Ah, da hinten ist doch noch was. Ja, gleich mal die Hermit mitgenommen. Von da geht's nicht mehr schon. Guck mal, was hier drin überhaupt ist. Na klar. Treppe runter vielleicht? Die scheint verschüttet zu sein. Ja, das ist zu. Schade. Okay. Simon kommt da später raus wieder. Ja, also ein Schatz ist schon mal an der Stelle schon mal nicht. Aber hier geht's irgendwie noch hoch. Na klar. Voll die Todeszonen wieder hier. Wer weiß, ob wir die nachher noch benötigen. So. Auf jeden Fall sind wir an der Stelle richtig hier. Jo, hier sieht's gut aus. So, dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video dann erstmal war. Und wir sehen uns dann. Und tschüss. Bis dann. Ciao. Und danke fürs Zugucken.